wenn die Mannschaft der MS Feuerlöschboot 2 zu einer Hafenrundfahrt einlädt, dann erwartet wohl jeder ein spritziges Vergnügen. So ging es gut gelaunt an Deck des 1962 in Papenburg erbauten, aber 2012 groß instand gesetzten Arbeitsschiffes, das von der Interessengemeinschaft zur Erhaltung historischer Fahrzeuge e.V. ehrenamtlich unterhalten wird. Die zwei Kannendiesel drehten auf und das Schiff machte los. Geduldig erklärte Kapitän Wolfgang Hiller den Kindern alle Einzelheiten der Brücke. Besondere Begeisterung fanden die Kreiselscheiben, um immer einen klaren Durchblick zu haben, und selbstverständlich begeisterten die gewaltigen Wasserkanonen die kleinen wie auch die großen. Nachdem die Wiesbadenbrücke umrundet war, konnte der Kapitän bei den herrschenden Windrichtungen ordentlich die Pumpen aufdrehen und der Spaß konnte losgehen. Na dann, Wasser, Marsch, euer Willi.